Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu Wir probieren. Heute mit Weihwasser Energy Drink. Ja, zur Verfügung gestellt von Weihwasser. Vielen, vielen Dank dafür. Also Merci. auch mit Glas mit dabei. Und was ich sehr interessant finde, es gibt eine eigens kreierte Cocktailkarte mit Allen verfügbaren Mischversionen. lizenzierten bzw. geschützten Cocktailnamen. Lies die mal bitte vor. Wir haben dabei den Waitai, die Waipiroschka, Waikiki, Waipirinha, Heaven's Gate, Waimageddon, what the fuck, Waikiri, sehr nice, und Long Island Waitea. Ja, die Jungs waren gut dabei und haben bestimmt einiges gekifft, aber die Idee ist echt gut. Das ist echt nicht schlecht. Also sagen wir so, die Wortspiele sind jetzt zwar nicht die Krönung, aber Es ist nicht der Burner, ich aber bin ja warum nicht? immer, schlechte Witze finde ich spitze. Kacke. Und noch einen tollen Aufständer Ja, dazu. Aufsteller dazu, wo auch nochmal das Logo von der Dose dabei ist, was ich sehr, sehr hübsch finde. Es ist so, was ist das für eine Epoche? Das ist, glaube ich, Renaissance, wenn mich nicht alles täuscht. Das Also ist von den Farben Renaissance her, vom dieses leicht Farbverlauf. blässliche. Ja, die hauptsächlich roten und blauen Farben da drin, wieder das zurück zum anatomischen Bild. Und auch diese Die Drehung. Verdrehung, aber nicht Ja. diese überzogene Drehung, wie das jetzt beim Barock dann später hast. Also Genau. schon schick und von der Idee Weihwasser, auch mit im Logo haben sie ja auch diese Engels-Doppelflügel Ja. drin. Ist Was es wird mich, echt schön. woran es mich am meisten interessiert, ist erinnert, ist Erinnert. die Sixtinische Kapelle, Ja, beziehungsweise die dieses, Schöpfung des Adam von genau, Michelangelo. wo Gott den Finger Den von Hauch Adam. einatmet in den Menschen. Genau. Naja. Und hier wird eben so ein Becher, beziehungsweise, ja, es ist ein Es ist Becher, ein wird Becher, ja, rübergegeben. so Eben. ein Ja. metallen-silbriger Witzig wäre es Becher. natürlich, wenn das Wenn tatsächlich sie ein da so echtes eine Bild Weihe ist. warst mit einer Nee, Dose. wenn das ein echtes Bild ist und wir wissen es nur gar nicht. Ja, ich tippe eigentlich auch drauf, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jungs extra da einen engagiert haben und gesagt haben, hier, mal mir da Faked uns mal, mal fake was. uns da mal ein Wobei, renaissanceartiges warum nicht? Ich Freskenbild, was meine, auch immer. es klingt ja schon sehr kirchlich. Warum dann nicht ein kirchliches Also Motiv? ich sehe jetzt schon lustigerweise, das Zeug ist blau. Hellblau. Nehmen. Schlumpfblau. Da haben wir ein Glas. Ja, nur für den Farbtest. Ja, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich auch so gedacht, was? Die katholische Kirche macht Energy Drinks? Doch, das ist blau. Aber nur so ganz So leicht leicht. bläulich. Das ist Das ist blau. sehr interessant. Wonach riecht das? Nach Minze. Das ist Minze. Minze und Zitronen, Limette, nenne ich Zitronenmelisse, das war's. Ja, und genauso schmeckt es auch. Es ist Zitronenmelisse astrein. am Anfang leicht süßlich, leichte Säure von der Limette und danach ist es direkt wieder der typische Ständergeschmack, wirklich Spearmint. Minze, aber ich finde im Vergleich zu Ständer hat er das, was ich hier am meisten rausschmecke, ist für mich die Zitronenmelisse. Und das ist auch dieser leichte Zitrus, den du jetzt an der Limette verschrien hast, denke ich jetzt eher an, wie gesagt, diese Zitronenmelisse. Aber ist gut. Also ist vor allem was wieder in der Kategorie, wo es in der Form jetzt vielleicht noch Ständer, aber ansonsten eher nicht so viel gibt, was in diese geschmackliche Richtung geht. Doch, Was noch? eine von den neuen Sexergy-Sorten, und Ja, zwar gut. die grüne ist es, die Dann heißt wären das Lemon. jetzt drei verschiedene Sachen, die jetzt ungefähr in die Ja, ich sag's Geschmacksrichtung nur, gehen. aber der Witz ist, Lemon, also der Sexergy Lemon Lime schmeckt fast genauso. Nur da ist es wesentlich besser abgemischt, weil also ich hatte bei Sexergy Lemon Lime, wo ich es erste Mal probiert habe, hatte ich das Gefühl, der weiß nicht so ganz, will er jetzt in die eine oder in die andere, der weiß, was er will. Der weiß, was er will, und das trifft auch ganz gut. Ich finde ihn erfrischend. Den würde ich mir sogar ehrlich gesagt ab und zu auch gerne holen. Nur leider habe ich ihn bisher noch nirgendwo stehen sehen, bei uns zumindest. Nirgends, weder an irgendwelchen Tankstellen, einschlägigen Getränkehändlern, was auch immer. Kommt das Wiesloch? Ah ja. Wie gesagt, habe ich hier noch nicht stehen sehen. Also vertreibt das auch mal in unserer Gegend. Ich finde das Zeug nicht schlecht. Das kann sich durchaus sehen lassen. Was ich auf der Seite gesehen habe, die haben auch noch Weihrauch als Ja, als Geschmacksrichtung für für Elektrozigaretten. Elektrozigaretten. Die Idee ist nicht schlecht, aber ich glaube, nach neuesten Erkenntnissen ist das Ach, E-Zigarettenzeug. Rauchen ist schädlich, mach Stopp. Sache. Ja, aber sie haben ja da das angepriesen, diese E-Zigarette als weniger schädlich zumindest. Jetzt stellt sich raus, es ist doppelt so schädlich. Von daher rauche ich Bis lieber meinen wieder normalen Tabak weiter. irgendjemand kommt und irgendwas anderes behauptet. Ja, aber bei den Dingern, ja, es hat mich eh nie so richtig angesprochen als Raucher.
das ist irgendwie nicht so meins. Nicht auf irgendein mich Knöpfchen. Als Nichtraucher sowieso nicht. Nicht als Nichtraucher sowieso nicht, aber Gelegenheits-Shisha-Raucher vielleicht noch. Auf ein Knöpfchen zu drücken, um dann irgendwelchen Wasserdampf einzuatmen, geht mir gegen den Strich. Da knüppel ich mir lieber eine normale Kippe in den Mund, aber okay. Ja, Jungs, das Zeug gefällt. Das vielen ist Dank definitiv nochmal, dass ihr uns das zugeschickt habt. Ja, die Österreicher wissen, was sie machen. Ja. Ja. Beziehungsweise die Österreicher wissen, was sie für die Deutschen herstellen. Das ist, weißt du, so aus Wiesloch, aber made in Austria. Na super. Made in Austria, ach, da haben die da diese Berge noch draufgesetzt. Nett, kannte ich auch noch nicht das zeigen. Was ich, nette Anekdote, was mir dazu einfällt, auf den österreichischen Dosen steht einfach nicht nur drauf, also auf den meisten steht nicht nur drauf made in Austria, sondern da steht drauf mit besonderer Vorsicht und besonderer behutsam und so weiter. Also besonders pflegsam hergestellt zwischen den Bergtitten. Die Deutschen stellen einfach nur her und die Österreicher stellen besonders her. Mit Liebe. Ja. Oder so. Wer weiß. Ja, doch, ist echt nicht schlecht. Also wie gesagt, der Sexergy, der Grüne, der geht in die Richtung. Der ist aber nicht so ganz Ständer. Rund. Ja, und der beim Ständer fehlt halt das Limettige. Ja, Ständer ist einfach zu minzig. Aber Also Ständer, sagen wir so, Ständer und Weihwasser gehen in die gleiche Richtung, aber sprechen zwei unterschiedliche Typen an. Ja, gerne. Kohlensäure ist übrigens, wenn ich dich nochmal unterbrechen darf, Kohlensäure ist zwar grobperlig, hält sich aber trotzdem im Hintergrund. Also die ist die sehr angenehm. Dezent. Die unterstreicht mehr, als dass es sich in den Vordergrund drückt. Ja. Also wie gesagt, Ständer und Weihwasser gehen in die gleiche Richtung, gehen aber trotzdem geschmacklich in dann doch andere Wege und sprechen unterschiedliche Gruppen an, finde ich. Weihwasser finde ich aber in sich stimmiger als den Ständer. Ständer ist mir einfach zu krass minzig. Also er geht noch, klar, aber da finde ich das wesentlich angenehmer. Den Sexology kenne ich noch nicht, kann ich also noch nicht beurteilen. Aber wie gesagt, nettes Design, sehr geile Idee. Gutes Getränk, schmeckt gut, preislich. Circa. Bin ich überfragt, aber ich denke mal so die klassischen 1,50, hoffentlich, weil für den Preis finde ich den okay. Also da kann man gerne mal 1,50 hinlegen. Aber hier auch wieder ein klassischer Beweis, wenn man einen neuen Energy Drink auf den Markt schmeißt, es muss nicht immer der klassische oder der dämliche Red Bull-Klon sein, den keine Sau braucht. Man kann auch was anderes machen. Auch kein unbedingt Acai-Scheißdreck sein und es muss kein Cranberry sein. Nein, braucht die Welt nicht mehr. Davon haben wir viel zu viele und die sind alle scheiße. Ja. Ja, super. Da bleibt nichts mehr weiter zu sagen an dieser Stelle als bis zum nächsten Mal und adios. Ugh.